So, nächstes Spiel in dieser Desasterwoche. Heldenliga. Folge 244. Wir spielen die Tempel des Himmels. Letzte Folge habe ich mich wieder ein bisschen darüber ausgekotzt, wie scheiße doch alles ist. Und dass ich einfach keinen Fortschritt sehe. Es ist kein Fortschritt zu erkennen. Deswegen frage ich mich, warum ich meine Zeit hiermit eigentlich verschwende. Kein Fortschritt zu sehen. Ich mache immer wieder dieselben Fehler. Und ich gucke jetzt einfach mal, was ich jetzt spiele hier gegen das Team. Ich kann mal wieder Valla spielen. Valla ist schon. Valla habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Valla, so. Dieses Reich braucht mich. Ich glaube, diesen Cube oder wie der auch immer heißt, den hat man schon letzte Runde. Warum nimmt der denn jetzt einen Heiler? Okay. Nova ist ja ein bisschen gebufft worden. Okay. Tja, Rang 20. Zwischendurch war ich ja mal Rang 18, aber bedauerlicherweise. Habe ich eher das Gefühl, dass im 10er-Ranking die Leute noch schlimmer sind als im 20er-Ranking. So kommt es mir vor. Okay, Drachengärten. Oh, Drachengärten wäre Funkelchen ganz gut. Oder ich kann mal wieder Gastro spielen, aber Gastro sehen die Leute nicht mehr so gerne. Ah gut, da will Hammer spielen. Was könnte ich denn hier spielen? Raynor wäre ideal. Sagara brauchen wir nicht versuchen. Ich könnte Valla spielen mit dem Hungry Arrow Bild. Oder ich spiele mal wieder Teig. Ich kann auch Thrall spielen. Erstmal nehme ich Thrall ins Gepäck. Dieses Reich braucht mich. Tychius habe ich auch schon seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Aber er ist so ein starker Held eigentlich. Gucken, was die picken. Jaina ist auch ein bisschen gebufft worden. Okay, Tyrande. Keltas. Bin mir nicht ganz sicher. Ich frage mal das Team. Ups, jetzt bin ich gerade ans Mikro gekommen. Gucken, was das Team davon hält. Nichts? Ach man. Was wäre denn gegen Keltas gut? Keltas ist jetzt ein Stun. Na, Sebo könnte ätzend werden wegen dem Zombie-Wall. Doch schon lieber auf Rain spielen. Und der nimmt Rega.
eigentlich noch keinen zweiten Nahkämpfer. Wenn ich da in Reichweite von Hammer bleibe, habe ich Sry schon mal in der Heldenliga gespielt? Kann mich nicht entscheiden. Tychus wäre gut gegen Keltas. Ich versuch mal Sry. Sry hat einen guten Ulti. Ich versuch Sry. Das ist mal so die Sache, ich versuche mich immer abzustimmen mit meinem Team, aber es sind so die drei, die ich im Auge hatte jetzt, die eventuell funktionieren könnten gegen das Team. Hauptsache ich habe einen Stun dabei. Bei Tychus bin ich mir mit dem Ulti nicht ganz sicher, ob das gegen das Team ganz gut, na, obwohl die haben, na, der Stun von Tyrannis wird halt ätzend. Wir haben halt so viel Stun mit Muradin und Keltas. Was haben wir? Wir haben Sral, Li Ming, ADC, Rega. Dann mit Rega, die Combo könnte nett werden mit dem Blitzschild, auch wenn das nicht mal so stark ist wie sonst. Mal gucken, wie ich das mache. Frage ist, spiele ich auf Blocken oder nicht? Würde schon fast dazu tendieren, auf, na, wo auf Blocken muss ich nicht unbedingt spielen. Die haben jetzt nichts, was viel Angriffskraft hat, also Angriffsgeschwindigkeit und allzu viele starke. Wer ist ja jetzt abgehauen? Ach, ADC. Okay. Schon mal nicht so, wieder gehe ich hoch. Ich hoffe, der kommt wieder. Schützenkönig. Ich würde gerne auf Tollwut spielen. Ich bin mal auf Tollwut. Mehr Stapel von Ausdauer der Frostwölfe. Oh nein. Ein Held ist in die Schlacht zurückgekehrt. Ah, da ist er wieder. Okay. Oh fuck. Ist mal nicht aufgepasst gerade. ADC, ich brauch dich hier, du musst ja mal was machen. Die alten Schreine erwachen. Was ist denn der da? Und setzt den Drachenritter frei. Okay, das sieht schon mal nicht gut aus. Weiß nicht genau, was ATC hier macht. Also mal schnell zum Brunnen gehen. Ich geh mal ganz schnell weg hier. Thank you.
Spiel auch vergiften. Tank anzugreifen ist eine super Idee. Okay, noch gerade so weggekommen. Okay, Rega wieder draufgegangen. Okay, das ist nicht gut. Okay, da hätte ich hinter ATC bleiben sollen. Das ist noch ein bisschen, was ich lernen muss, und vor allem nicht den Tank anzugreifen. Der scheiß Nasebo ist unser Problem, nicht der blöde Muradin. Greif halt immer den falschen. Ich weiß auch nicht, das ist so ein blöder Instinkt, der bei mir immer vorherrscht. Ja, jetzt ist vorbei. Ach man. Einfach mal nicht den Tank angreifen, wenn ja nur noch 12% Lebenspunkte hat, dann kannst du das machen. Jetzt ist der eine schon wieder abgehauen. Der Rega. Ja, die Schnauze voll, okay. Ach man, ich verstehe das einfach nicht. Warum? Warum denn? Mal den blöden Nasebo schnappen. Endlich mal die blöde Sau erwischt. So, Rega ist eine KI, das ist schon wieder super. Aber manchmal spielt die KI auch einfach besser als der Spieler dahinter. Gefallen.
Ne, der hat die Ulti. Das ist nicht gut. Der hat beide noch gerettet. Befreit ihn und vernichtet eure Feinde. Ich muss mich heilen. Okay, die sind hier zu dritt. Okay, wenigstens ihn noch bekommen. Halt diese Liebling jedoch ständig drauf. Die Flammen werden euch holen. Vega. Kommt er da weg? Ja. Okay, da hat er zu lange drin gestanden. Ja, hat er mich schön blockiert. War eine blöde Fähigkeit von Hammer, die hat er nicht skillt. Mal kurz gucken. Genau, seine Barrikade habe ich da gerade blockiert. Tja, jetzt haben wir 3 Level in Rückstand, das sind so Spiele, die muss man halt die ganze Zeit ertragen in dem Bereich. Wir haben eine Li Ming, die absolut katastrophal spielt. 3-mal schon draufgegangen, ich spiele jetzt auch nicht den absoluten Wahnsinn. Dachte mal, Srei wäre eine gute Idee auf der Map, aber gegen das Team schwierig. Vor allem, weil ich immer noch bestimmte Aspekte des Spiels einfach nicht begreife. Wir machen halt keine Camps. Das ist auch noch so ein Problem. Wir machen hier einfach gar nichts. Ah, gut. Da wird kein Camp gemacht, da wird gar nichts gemacht. Und bringt euren Feinden den Tod. Tja, also was die beiden da spielen, Li Ming und Hammer, das ist schon echt Wahnsinn. Ja, das Ding haben wir auch verloren. Tja, keine Chance in dieser Woche irgendwie was zu reißen. Die Teams sind einfach zu schwierig zu besiegen und
meine Teams spielen halt einfach immer absolute Scheiße. Aber gut, ich reg mich darüber nicht mehr auf, denn ich habe nichts anderes verdient. Tja, die nächste Niederlage. Ich sag einfach mal, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ciao.